Tag. Ich bin Roberto Weider. Seit 15 Jahren bin ich Anwendungstechniker bei der Firma Fischer und bin auf den Baustellen zur Unterstützung der Handwerker unterwegs, wenn es um Befestigungsfragen geht. Ich stelle Ihnen die Fischer Reaktionspatrone RSB vor. Der RSB beinhaltet einen styrolfreien Hybridmörtel. Die Anbauteile werden mit der Ankerstange RGM oder mit dem Innengewindeanker RGMI zur Aufnahme von metrischen Schrauben im Beton befestigt. Die Gewindestange RGM wird mit dem Setzwerkzeug und dem Bohrhammer drehend schlagend in den Beton eingebracht. Beim Setzen der RGM-Stange wird die Glaspatrone zerstört und der Inhalt des Reaktionsmörtels vermischt sich und härtet aus. Die Fischer Reaktionspatrone RSB kann zur Befestigung von schweren Lasten im Beton benutzt werden. Bei der Fischer Reaktionspatrone sind in der Zulassung die Verwendung von Gewindestangen M8 bis M30 bauaufsichtlich zugelassen. Hier in diesem Fall möchte ich eine RGM 10x130 montieren und habe dementsprechend die Mörtelpatrone RSB 10. Als nächstes blasen wir das Bohrloch aus, und zwar viermal. Als nächstes setzen wir die Patrone. In jeder Verpackung RGM ist eine solche Schraube mit Innensechskant dabei. Diese Schraube oder dieser Innensechskant passt auf den Sechskant der RGM-Stange drauf. Diese Schraube kann in das Setzwerkzeug eingeschraubt werden. Dieses Setzwerkzeug hat eine SDS-Aufnahme, sodass wir es in die Bohrmaschine einsetzen können. Die Setztiefe habe ich auf einer Gewindestange RGM schon einmal markiert und bringe jetzt, wie gesagt, drehend, schlagend diese Gewindestange in das Bohrloch, in dem die RSB-Patrone schon sitzt. Wichtig ist, dass nach dem Setzvorgang ein klein wenig Mörtel am Bohrlochmund austritt, weil das ist das Zeichen, dass genug Mörtel im Bohrloch vorhanden ist. Die Aushärtungszeiten bei den Mörtelpatronen RSB sind schnell. Bei Temperaturen von 10 bis 20 Grad haben wir eine Aushärtezeit von 20 Minuten. Nachdem die Patrone dann ausgehärtet ist, können wir unser Anbauteil montieren. Bei der Montage des Anbauteils ist darauf zu achten, dass wir das maximale Drehmoment einhalten, dass wir also nicht zu starkes Drehmoment aufbringen, damit wir die Verklebung nicht wieder aufreißen. Somit haben wir eine zugelassene Befestigung am Beton sehr schnell und sehr sicher. Damit ist die RSB eine Möglichkeit, schnell und sicher Lasten im Beton zu befestigen.